Hallo, mein Name ist Dominik Grimm. Ich bin Professor für Bioinformatik an der Hochschule Weinstephan-Triesdorf am TUM Campus Straubing. Wir beschäftigen uns in unserer Forschung mit maschinellem Lernen und intelligenter Datenauswertung. Hallo, mein Name ist Nikita Gänse und ich bin Doktorand und Professor für Bioinformatik. Ich forsche an künstlicher Intelligenz und automatischer Bildauswertung. In diesem Video wollen wir euch das Projekt IBIS vorstellen, zusammen mit dem THZ und der LFL. In diesem Projekt beschäftigen wir uns mit der Frage, wie mit Drohnen und intelligenter Bildauswertung Unkräuter auf dem Feld erkannt werden können. Im ersten Schritt wird auf landwirtschaftlichen Flächen unserer Partner Sorghumhirse angebaut. Sorghumhirse ist sehr trockenheitstolerant und nährstoffeffizient und hat somit ein hohes Potenzial, den aktuellen klimatischen Veränderungen zu trotzen. Jedoch ist sie besonders im Frühstadium sehr anfällig für Beikräuter. Wir verwenden Drohnen, um die Entwicklung der Nutzpflanze und der Beikräuter auf dem Feld zu erfassen. Einer der wichtigsten Schritte in der Entwicklung einer KI ist eine fundierte Datengrundlage, welche verschiedene Wachstumsstadien und andere externe Faktoren enthält. Um ein KI-Modell zu trainieren, muss erstmal ein Goldstandard geschaffen werden. Dazu haben wir in den Drohnenaufnahmen manuell markiert, wo genau sich Beikraut und Sorghumhirse befindet. Dieser Prozess wird Annotation genannt. Danach wurden die Drohnenaufnahmen und die Annotationen verwendet, um künstliche neuronale Netze zu trainieren. Vereinfacht gesagt, wurden dem neuronalen Netz annotierte Trainingsdaten gezeigt und es hat versucht, Unterschiede zwischen Nutzpflanze und Beikraut zu finden. Nach einer intensiven Trainingsphase kann unser KI-Modell nicht nur die verschiedenen Pflanzen im Bild unterscheiden, sondern auch lokalisieren. Nun kann man dem Modell neue, unbekannte Drohnenaufnahmen zeigen und es wird automatisch eine Vorhersage generieren, wo genau im Bild Sorghumhirse und Beikraut zu sehen ist. Im Folgenden sehen wir uns echte Drohnenaufnahmen auf einer Fläche des TFZ an. Echte Drohnenaufnahmen stellen einige Herausforderungen, die wir in unserem Projekt untersuchen, zum Beispiel unterschiedliche Wettereinflüsse und Qualitätsunterschiede der Bilder. In den ersten vorläufigen Experimenten konnten wir zeigen, dass unsere KI-Modelle sehr vielversprechend sind. Mit einer 80%igen Pixelgenauigkeit kann unsere KI Beikraut von Nutzpflanzen unterscheiden. Um unsere Vorhersagemodelle zu verbessern, werden im weiteren Projekt auch mehr Daten erhoben, unter anderem durch Versuche in der Moving Fields Anlage der LFL. Dabei handelt es sich um eine Hochdurchsatz-Phänotypisierungsanlage, in der wir Sorghumhirse in einer geschützten Umgebung eines Gewächshauses anpflanzen können. Durch diese zusätzlichen Detailbilder und der Weiterentwicklung unserer KI-Methoden erhoffen wir uns eine noch bessere Erkennung in realen Drohnenaufnahmen. Mit unserem Forschungsprojekt wollen wir dazu beitragen, Beikräuter auf verschiedenen Anbauflächen mit Hilfe von Drohnen effizient zu erkennen und in Zukunft gezielt, ressourcenschonend und umweltfreundlich bekämpfen zu können.